Herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind gerade dabei, einen Sumpfheil zu erledigen. Mal gucken, wie gut das jetzt klappt. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier. Dann haben wir das nämlich schon mal. Boah, bei dem Wetter sieht man auch echt nix. Das, wo ich mich so gut im Sumpflager auskenne. Na. Hier sind wir schon mal nicht so richtig. Aber wir müssen ja auch aus dem Sumpflager raus. Also diese Richtung hier müsste grob stimmen. Vielleicht. Ja. Okay. Sumpfhai. Die waren ja hier irgendwo. Da ist einer. Wir speichern nochmal eben. Dann müssen wir nicht so viel latschen. Die ganzen Blutfliegen sind auch wieder da. Die können wir gleich auch nochmal mitnehmen. Aber jetzt kommt erstmal der Sumpfhai. Okay, man kann auch nicht. Nein, falsche Taste. Ah. Ja, entspannt. Ich weiß nicht mehr genau, was wir davon brauchen, aber wir haben es zumindest. Achso, die Blutfliegen wollte ich ja noch eben mitnehmen. Aber wir machen erstmal hier den Sumpfhai. Speichern. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gegen so viele Blutfliegen kämpfen mussten. Ich glaube, ich hatte die mit dem Bogen dann alle nach und nach weggehauen. Das war schon übel. Aber jetzt machen wir so einen Sumpfhai mal eben so platt. Cool. Jetzt überhaupt gar kein Problem mehr. Außer man trifft sie nicht. Dann sind sie natürlich ein Problem. Und eigentlich wäre es auch sinnvoll, jetzt noch gegen die anderen Sumpfhaie zu kämpfen. Einfach um die Erfahrungspunkte zu bekommen. Warum nicht, ne? Juhu, ich habe ihn getroffen. Das war gerade eben so ein bisschen eher Glückssache. Was haben wir hier noch? Lebensenergiebonus. Geh mal rein da, würde ich sagen. Ja, Lebensenergie nehme ich auch immer. Sumpf ist schon schwieriger. Was ist das eigentlich für eine Hütte? Haben wir die schon mal gesehen? Und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Fragen über Fragen. Also erfahrungsmäßig lohnt sich das hier gerade richtig.
Aber der sich noch heilen können vor dem Speichern. Aber ich möchte wissen, was wir hier haben. Kann man da rein? Eine Handaxt. Die 9 Schaden macht. Wow. Hier ist ein Bett. Und eine Kiste. Okay, hier ist ein bisschen blöd mit der Grasmod. Das gebe ich zu. Sogar mehrere Betten. Okay, aber mehr scheint jetzt hier nicht zu liegen. Wir schlafen nochmal bis zum nächsten Morgen. Einfach, dass wir wieder geheilt sind. Ist wieder hell. Und es regnet wieder. Wer liegt denn hier noch rum? Wir können hier nicht looten. Na gut. Warte, wir gehen noch mal kurz rein. Und gucken uns das hier noch. Nee, das hier nicht. Wobei, so viel fehlt jetzt hier auch nicht mehr. Wir haben schon 137.355 Erfahrungen gesammelt. Wahnsinn. So, da müssen wir halt noch warten. So. Die Hauer eines Trolls. Die leben in den nördlichen Bergen der Kolonie. Szene eines Sumpfes, die haben wir. Tarok benötigt für das Ulomulu das Horn eines Schattenläufers in dunklen Wäldern und Höhlen. Zwischen dem alten Lager und dem Sumpflager, da sollen welche sein. Okay. Dann, warte mal, wie hießen die nochmal? N war das. Schattenläufer. Oder haben wir das nicht sogar schon? Schattenläufer haben wir doch schon getötet. Ja, müssen wir wirklich mal gucken, was wir davon schon haben. Krallenzähne, Fell eines Schattenläufers. Warte mal, was brauchen wir? Das Horn eines Schattenläufers. Ah, ja klar. Zähne, Krallen, Fell, das war's nicht. Hornerzangen, Sumpfei, Zähne haben wir ja. Mehr ist das gar nicht. Oder habe ich die irgendwann mal verkauft? Das ist natürlich bitter, ne? Mal gucken, ob wir überhaupt noch Schattenläufer finden. Ansonsten, wo hatte ich denn das letzte... Kann ja auch sein, dass ich die Hörner schon eingetauscht habe. Achso, das ist die falsche Richtung hier. Da vorne ist Licht. Das Fell eines Schattenläufers. Ich bin gerade erschrocken. Oder ist das etwas, was man erst bekommt? Wir gucken mal, ob das klappt mit dem Schattenläufer. Ich hoffe, da läuft noch einer rum. Sonst muss ich nochmal rekonstruieren, wo ich zuletzt halt war. Speichern nochmal. Dann können wir nämlich den hier auch nochmal mitnehmen. Okay, das sind also jetzt aber nicht so die krassen Kämpfe, so wie es aussieht. Das ist dann schon mal gut. So, hier fliegt auch noch irgendwas rum. Jawohl. Das ist ja genau das, was wir wollen.
uns hier nochmal ein Tränkchen, von dem wir mittlerweile echt viele haben. Ich sehe schon, wir werden in dieser Folge nicht aus dem Sumpf rauskommen. Aber auch da gibt es ja Schlimmeres. Wir haben auch echt eine gute Reichweite mit unserer Axt. Jetzt muss ich aber doch mal auf die Karte gucken. Ja, die Richtung wollen wir. Nicht, dass wir dann hier irgendwann wieder gegen die Barriere laufen, die man heute wieder nicht so sieht. Das ist ja irgendwie auch immer tagesformabhängig. Da hätten wir noch einen. Okay, der war wohl gerade kritisch getroffen. Drei Schläge und ein Sumpfhai ist weg. Okay. Aber hier haben wir leider keinen Lehrer. Sonst könnten wir ja nochmal auf Stärke gehen. Uns nochmal 10 Stärke dazu holen. Können wir aber auch noch machen. Also, wenn wir das nächste Mal im Lager sind. Gibt ja nur noch das neue Lager, wo wir rein können. Ach, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Sumpf wieder raus. Wir haben hier mal ein bisschen geholfen. Den Sumpf wieder etwas sicherer gemacht. Okay, da vorne ist der Wasserfall. Auch das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier müssten wir doch jetzt theoretisch weiterkommen. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben noch Schattenläufer im Wald übrig gelassen, aber eigentlich bin ich jetzt... Ich habe eigentlich ein Gefühl, dass wir den Wald schon ziemlich gut aufgeräumt haben. Also vielleicht wäre es auch möglich, dass wir halt das Horn schon verkauft haben. Wo hatte ich denn das ganze Geld gelassen? Hatte ich das für die Rüstung ausgegeben? Nee, für die Waffen, okay. Die Waffen, die haben sehr viel Geld gekostet. Also im neuen Lager wäre das ansonsten nochmal ein Versuch wert, mal zu gucken, was wir da alles schon verkauft haben. Vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr so viel kämpfen. Ich glaube, einen Troll haben wir nicht besiegt. Naja, wir gucken uns erstmal hier im Wald um. Es wäre halt doof, jetzt irgendwie zurückzureisen und dann muss man wieder irgendwie hierher kommen. Gut, geht mir der Schnellreise ins Sumpflager eigentlich ganz gut. Trotzdem, wir gucken uns jetzt erstmal im Wald um und vielleicht haben wir Glück. Und wenn da jetzt nichts ist, dann gucken wir beim Händler nach, was der noch alles hat. Machen wir nach dem Wald auf jeden Fall. Also nach dem Wald schauen wir mal, ob wir da schon irgendwas gelassen haben. Wir werden jetzt natürlich hier auch die Wege ein bisschen verlassen müssen. Aber der Wald ist ziemlich tot. Aber das Gute ist ja, es gehen ja keine Gegenstände weg. Oder es verschwinden ja keine Gegenstände. Das heißt, wenn ich das Horn schon mal irgendwo hatte, dann wird es hier irgendwo auch auftauchen. Irgendwo wird es sein. Ist dann nur die Frage, ob man es wiederfindet. Da hätte ich mir halt schon jetzt einen Respawn eigentlich gewünscht. Vor dieser Quest. Aber so einfach ist das halt nicht. Aha, da habe ich doch was. Ein Wolf. Viele Wolf. Die Wölfe sind nicht das, was wir suchen.
Aber es heißt, wir haben den Wald noch nicht ganz ausgerottet. Vielleicht sind wir da was auf der Spur. Noch mehr. Ach, das sind auch Hunde. Okay. Was treiben die denn hier? Was treiben die denn hier? Ausgebüxt oder wie? Okay, das ist auf jeden Fall hier immer noch Gebiete, wo wir noch nicht waren. Aber hier sind halt nur Wölfe und keine Schattenläufer. Da hinten ist auch noch was. Scavenger. Guten alten Scavenger. Unsere ersten Opfer. Ja, erste Kämpfe gegen die Scavenger. Hat er auch was? Mal lang gehen. Ah, die Sounds sind aber schon cool, muss ich sagen. Das hat schon was. Aber. Tja, was soll ich sagen? Nicht das, was wir suchen. Wir gehen noch mal, guck mal hier in die Richtung, ne? Da ist noch ganz viel zum Einsammeln. Das heißt, da werden wir noch nicht so richtig gewesen sein. Also müssen wir eigentlich auf die andere Seite des Waldes gehen. Diese Richtung hier. Guck mal, hier sind Molewerks. Oh, und da vorne, das könnte ein Schattenläufer sein. Perfekt. Ja, die haben auch Hörner. Das ist doch gut. Komm mal her jetzt hier. Einer reicht. Okay. Horn eines Schattenläufers. Check. Alles schön mitnehmen. So. Ja, auch hier werden wir natürlich nochmal gucken, dass wir ein bisschen XP noch mitnehmen im Zweifel. Wip, wip, wip. Dass wir hier gar nicht waren. Oh. Okay. Ulumulu. Dann haben wir als nächstes Zunge eines Feuerwarans. Aber Feuerwarane haben wir auf jeden Fall auch schon besiegt. Komm. Wir gönnen uns mal. Ich weiß aber nicht, welche Nummer was war. Teleport zum Wassermagier, die 5. Und jetzt gucke ich nochmal, was der Typ noch hat. Vielleicht können wir ihm ja noch die Zunge eines Feuerwarans. Könnte der noch haben? Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir sowas. Nein! Hallo? Wie war denn das nochmal? Solange ich damit nicht irgendwas mit S war das, glaube ich. Auf der Seite hier. Wenn du meinst.
Ja, ich meine das. Homer. Watch. Wetch. Lass uns lieber über was anderes reden. Strike. Aber was für dich muss nicht gleich jeder wissen. Komm, Strike. Ich muss mit dir reden. Nein, es war nicht Strike. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. War das nicht Strike? Ich halte mich da lieber raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Sharky war's. Ich könnte ein paar. So, Sharky, mein Junge, was hast du denn Schönes? Oh, sieht aber nicht gut aus. Das sieht aber gar nicht gut aus. Nee. Nee, der kann uns nicht helfen. War nicht besonders. Ich hätte schwören können, dass wir das bei dem abgegeben haben. Egal, wir finden schon noch Feuerwarane. Ich würde gerne nochmal oben bei den Wassermagiern gucken. Und dann müssen wir eh nochmal schlafen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber bei den Wassermagiern gucken wir jetzt. Also Wolf, ist ja kein Wunder, dass der nicht fertig wird, ne? Wenn er da am Fleischspieß dreht, aber nicht seine die Rüstung da mal weitermacht. War doch klar. Kann schon sein. Solange ich damit mir auch nicht alles glauben, was man hört. Also beim Troll bin ich mir recht sicher, dass wir da noch keinen besiegt haben. Bei den Feuerwachern bin ich mir recht sicher, dass wir welche besiegt haben. Wir waren hier der Händler-Typi. Was warst du hier? Ist keiner da. Hast du das dann hier, Nefarius? Magie zu Ehren. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Nee. Also hier ist auch auf keinen Verlass, ne? Wo sind die denn alle hin? Nix hier. Magie zu Ehren. Zu lass mich mal durch. Jetzt finde ich den Händlertypen hier nicht mehr wieder, aber der war doch da in dem Haus. Man ist hier rausgekommen und dann da gleich rechts irgendwie. Magie zu Ehren. So. Zeig mir deine Ware. Zähne, Krallen, Lurkerklaue, Lurkerhaut. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Minecrawler-Ei. Aber es sieht auch hier wieder schlecht aus. Okay. Ja, kriegen wir nicht hin. Okay. Schade. Schade. Okay. Zeig mir deine Ware. Nein. Ach doch, warte mal hier. Magie zu. Ich bin verletzt durch mein Wort. Okay. Mit dieser epischen Musik sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.